Hopsa! Was wohl all diese blinkenden Lichter bedeuten? Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Von diesem Raum aus überwachen wir die Einsätze unserer Brüder und Schwestern. Etwa Rohrstaffel, die Orte Gegner, zwei Klicks südlich von Ihnen. So, oh, hier gibt's sogar noch jemanden zum Sprechen. Ein Geheimdienstoffizier. Cars, habe ich irgendwie schon mal gehört, oder? Bilde ich mir das ein? Mal schauen. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Auf jeden Fall. Immer her mit den Infos. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Kett-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die Kett besetzt halten. Die hellen Punkte auf der Karte, sind das Städte? Städte, die von den Kett belagert werden, ja. Die größte, Straya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allem bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen, aber die Kets sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Kettlager. Das wissen die Kett und sie benutzen es gegen uns. Erzählen Sie mir mehr über Estraya. Die Kett konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Vielen Dank für die Infos. War jetzt nicht sehr präzise, aber immerhin ein erster Eindruck. Späherberichte, übersetzt aus dem Shalash. An Geheimdienstoffizier Kaas. Rund um Janik gibt es in letzter Zeit vermehrte Aktivität. Die Kett haben um die Ausgrabungsstätte eine Art Barriere errichtet. Späher haben gesehen, wie sich hinter dem Schild entführte Angara bewegen. Die Kett lassen sie anscheinend an etwas arbeiten. Wir wissen nicht, was es ist. Und es gibt weitere Berichte über Entführungen. Die Kett versuchen wohl nicht länger den Dar anzugreifen. Zu gut verteidigt. Das ist gut. Allerdings haben sie ihre Angriffe nun wohl auf Leute konzentriert, die über den Planeten reisen. Es gibt mehr Hinterhalte als bisher. Wir müssen dafür sorgen, dass die Warnung sich herumspricht. Aber das klingt nach einem Teilerfolg zumindest, ne? Also man hat es zumindest ein bisschen unter Kontrolle bekommen durch stärkere Fortifikation. Was kann ich denn scannen? Ach, hier drüben. Danke für den Hinweis. Angaranischer integrierter Tech-Knoten. Kernsystemknoten, Interlink-Erweiterung. Okay. So, und hier drüben war auch gerade noch was. Ah, die Terminals können wir also auch uns anschauen, die Konsolen. Mir kommt das immer so ein bisschen beliebig vor, was man scannen kann und was nicht. Kann ich denn eigentlich die große Kugel hier? Nee, ne? Nö, hier unten geht's wieder nicht mehr. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg nach hier drüben. Und schauen wir mal, ob wir dann endlich auch mal ins Freie kommen. Und dann den Nomad auspacken können. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Du bist nicht so interessant? Nein?
Okay, dann kommen wir einfach bloß da wieder raus. Stimmt, hier bin ich vorhin hochgehüpft. Na dann, bewegen wir uns weiter hier drüben in die Richtung. Wird auch Zeit. Ich trödel schon wieder ganz schön rum. Aber man will halt auch so viel wie möglich mitnehmen. Das Spiel verleitet einen auch irgendwie dazu, ganz schön zu trödeln. Habe ich das Gefühl. Und es wird wieder kalt. Es tut gut, wieder zurück zu sein. Ich habe hier Freunde. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Yep, sie starren uns an. Überraschend. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Aber ich kriege keine Versorgungspakete von Aya, oder? Ja, mach mir nur Schuldgefühle, Zeke. Wow, ich wollte mich gar nicht anschleichen. Ihr Commander hat gesagt, sie könnten uns das Tal zeigen. Zeke, ich will nicht mit dem Alien reden. Mach du das. Ryder hat einen Namen. Sie haben ihm einen Namen gegeben? Wie hält man die überhaupt auseinander? Bei den Sternbeniska. Sei einfach still. Ja, wir können Ihnen das Tal zeigen. Wonach suchen Sie? Ich bin hier, um Ihrem Volk zu helfen. Kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Wir haben Berichte aus Hijara, dass dort jemand versucht, eine entführte Familie zu retten. Sehen Sie die roten Lichter? Dort ist es. Wenn Sie helfen wollen, wie der Commander sagt, könnten Sie dort anfangen. Sonst noch was? Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Ist das Leben hier draußen schwer? Warum überrascht Sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter. Irgendwo zu ihrer rechten Seite. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut. Und benehmen Sie sich. Wir beobachten Sie. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, oh yeah. Ryder. Das klingt gut. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Na, endlich geht's los. Es hat auch lang genug gedauert. Wir haben den ersten Ausrichter. Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Ja, danke. Den ersten Aufklärungsposten. Und es gibt im Prinzip drei Ziele für uns. Wir gehen erstmal kurz hier rüber in das gemütliche Gebiet. So, huschliche minus 30 Grad. Wir haben irgendwo da drüben. Wo sind denn hier rote Lichter? Ach, da. Da haben wir einen Ort, wo wir helfen müssen. Da hinten haben wir einen Berg, wo wir eine Cat-Station zerstören müssen und irgendwo zur Rechten müssten noch... Ach, da ist die Cat-Station, auf dem Hügel, ne? Und bei den gelben Lichtern müssten die Relikt-Gewölbe sein. Das klingt nach guter Arbeit, die wir zu tun haben, die wir zu leisten haben. Einmal den Nomad her, bitte. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Ach, das ist doch die Cat-Basis, okay. Die Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat of Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Cat-Anlagen beginnt.
Irgendwelche Vorschläge, wie ich mich mit Aphra gutstellen kann? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder, die Temperatur auf Bond liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay, damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Wir haben einiges an Optionen, würde ich sagen. So, hinein in den Nomad. Notfallschildentladung. Yay. Wendigkeitsmodus. Ach stimmt, die habe ich mal gekauft für den Nomad. Na dann, auf geht's. Das ist eine holprige Angelegenheit, ja? Kann ich überhaupt noch was sehen? Vertrauen Sie mir. Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Das versuche ich, ja. War so mein Ziel gewesen. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Okay. Wir folgen weiter den Lichtern. Das wurde uns so gesagt. Wird schon richtig sein. Oh Gott. Ich stelle mich gut an beim Steuern. Das Schlimmste haben wir überstanden. Ab jetzt sollte die Temperatur erträglich sein. Oha, was ist denn hier los? So, fahren wir die Kollegen mal über den Haufen hier, würde ich sagen. So, na dann. Endlich mal was zum Schießen. Oh, ich schieße auf den Falschen. Landet er irgendwann? Keine Ahnung. Okay, es ist noch gar nicht vorbei. Zack. Und das dürfte es gewesen sein. Die Überreste nehmen wir noch kurz mit hier. Gibt's bei dem was? Wo ist er denn? Ach, hier drüben. Nee. Okay. Nachdem ich dich beschossen habe, habe ich dich ja doch noch gerettet. Das hat ganz gut funktioniert. Scott, Sie wären fast an mir vorbeigekommen. Ganz ruhig. Wie geht's Ihnen? Besser, jetzt wo diese Cat tot sind. Ach, ich dachte, ich könnte sie auf den anderen Weg locken. Wenn sie nicht gekommen wären, wären sie jetzt auf halbem Weg zu unserem Lager. Das ist ja nochmal gut gegangen. Wie schwer sind sie verletzt? Schaffen sie es zurück? Es wird witzig aussehen, aber ich kann gehen. Und ich kenne einen Geheimweg zum Lager, gerade breit genug für eine Person. Ich komme schneller zurück als ihr Rover. Wenn du meinst... Haben die Cat den Widerstand bis hierher verfolgt? Nein, nein. Die Mistkerle haben einen Signalblitz gesehen und waren zu stur, ihn zu ignorieren. Sie haben ihnen keine Zeit gegeben, Meldung zu machen. Ihre Vorgesetzten wissen nur, dass sie in einem Schneesturm verschollen sind. Okay, also ihr hört irgendwie offenbar auch den Funk von denen ab. Kann das sein? Sonst wüsstest du es ja nicht. Was machen sie hier draußen? Ich bin nur eine Späherin. Ich soll dafür sorgen, dass die Cats sich hier draußen verirren und nie mehr zurückfinden. Aber sie waren besser vorbereitet als erwartet. Ich war unvorsichtig. Wir müssen weiter. Los, los! Ich schiebe noch die Kettleichen von der Klippe, bevor ich zurückgehe. Okay, das ist ja alles nochmal gut gegangen. Schön bei der Waffe bleiben. Wie konnte ich die nochmal wegstecken? Mit V, okay. War ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Oh, den habe ich ja gut geparkt. So, gehen wir mal wieder rein. Viel Spaß, meine Freunde. So, Kurvenstabilisierung mit Y, okay. Ich schaue mal ganz kurz mir an. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können ja, ja. Am Abbauinterface Mineralien extrahieren.
Wie war das jetzt noch gleich? Wird mir das angezeigt, wenn ich irgendwas finde? Oder? Ah ja, okay, ich sehe es. Beryllium, Beryllium. Lass uns doch mal hier was hinballern. So. Ist zwar jetzt nicht so ultra viel, aber hey, besser als nix. Und wir sollten mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sind da. Hier vorne ist eine gute Abbauzone. Vielleicht sollten wir es da nochmal versuchen und was abschießen. Und dann können wir erstmal zu dem Übergabeort hin machen, glaube ich. Wäre vermutlich das naheliegendste. Ja, ist ja das erste auf dem Weg. Genau, und dann wäre im Prinzip sich weiterarbeiten nach hier unten. So, dann fahren wir doch mal nach hier drüben. Und schauen wir, ob wir hier noch einen besseren Ort finden, um zu scannen. Ah, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Sehr schön. Halt, halt, halt. Noch ein Stück zurück. Ich hatte es doch gerade noch höher gehabt. Ah, besser. Schön. So gefällt mir das. Da kommen sie. Hallo, Freunde. Was sind das denn für welche? Rokar? Sagen wir gar nichts gerade. Oh, na sieh mal an. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Wer seid ihr denn? Headshot. Und hinein! Wir haben uns diese Angara angegriffen. Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Das wollen wir uns sehr gerne mal anschauen. Das war jetzt doch schon ein bisschen merkwürdig, dass die uns hier angegriffen haben. Hier, da ist es. Eilige Nachricht, übersetzt aus dem Shalash. Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll noch heute stattfinden, also sputen Sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss sie erneut zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemandem von ihrer Mission erzählen. Wenn Aphra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich unbemerkt weitermachen. Möge der Himmel sie leiten, Axul. Axul. Sollte mir der Name irgendwas sagen? Lassen Sie uns diese Unterhaltung ein andermal führen. Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Sehr gut. So wollen wir das hören. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht für den Anfang. War eine sehr simple erste kleine Mission hier, muss ich sagen. So, wir müssen eigentlich da runter. Ich will nur mal kurz hier rüberfahren. Einfach nur, um zu schauen, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwas auftaucht, was man machen könnte. Aber sieht nicht danach aus. Nö. Nee. Okay. Nur denn. Geronimo! Woo! Ah, herrlich. Hopsasa. So, wir stoppen mal kurz. Ich registriere einige Cats zwischen diesem Bergungsgut. Ja, ich sehe sie schon. So, bevor wir jetzt da runterfahren, will ich nochmal einen kurzen Blick auf die Karte werfen. Da waren wir jetzt. Abbauzone ausreichend, ja. So, hier unten ist bloß Mineralien scannen. Aber liegt halt mit auf dem Weg, wa? Na dann. Lass uns mal da runterheizen. Und wieder ein kleines Tänzchenwagen. Hallo? Jemand zu Hause? Das sieht aus... Ah, okay, da kommt doch noch jemand. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als ob da irgendwas schiefgegangen ist bei denen. Wow. So, direkt mal drauf gehen hier.
Oh. Ich habe nicht mehr viel Leben, sehe ich gerade. Schnell mal weg hier. Aus dem Bereich. Oh, das war knapp. Das war arschknapp gerade. Wo ist er denn? Oh, was? Die Sau kann sich unsichtbar machen. So. Das war ja prickelnd. Mann. Diese Sau. Unsichtbar und kann sich noch hin und her glitschen. Ja, glitschen ist vielleicht das falsche Wort, aber wisst schon, was ich meine. Okay, ich würde sagen, wir steigen erstmal wieder kurz in den Nomad und fahren hier rüber bis zu der Stelle und dann schauen wir mal, ob es hier irgendwas gibt, was wir untersuchen können. Vielleicht dieses Wrack hier. Das sieht ja doch ein bisschen merkwürdig aus. Pathfinder. Ah! Kann diese Nachrichtenkonsole hacken. Ja, das ist sehr gut. Nachricht an die Gesalbten. Das Kontrollzentrum schickt morgen eine Shuttle-Flotte nach Haval. Wir rechnen damit, die Verteidigung des Planeten schnell zu durchbrechen. Wir werden bald reichlich neuen Bestand für die Anlage haben. Ich frage mich, was sie mit den Sklaven, die sie nehmen, machen. Ob das in eine ähnliche Richtung geht wie mit den Proteanern damals. Ne, nicht Proteaner, wie hießen sie denn? Die Proteaner, die dann von den Reapern umgemodelt wurden. Scheiße, wie hießen die denn? Ich komme gerade nicht drauf. Kollektoren? Hießen die Kollektoren? Eieiei, es ist schon so lange her, es tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so ein Nicht-Experte mittlerweile in Mass Effect-Sachen. Es gibt auf Volt also ein Kontrollzentrum für Cat-Shuttles. Diese Nachricht enthält einen fragmentierten Zugangscode. Wenn wir weitere Terminals finden, kann ich ihn wieder vervollständigen. Das klingt gut. Und dann können wir das Kontrollzentrum lahmlegen. Sehr schön. So, das sind nochmal positive Nachrichten, würde ich meinen. Ansonsten haben wir hier jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr. Das heißt, halt, hat er gerade was geleuchtet oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Das heißt, wir können uns wieder auf den Weg machen. Und vielleicht mal hier Bergbaumodul raus. Denn hier ist doch irgendwo jetzt Mineralien finden angesagt, nicht wahr? Ah, hier unten, okay. Ein kleines bisschen runter müssen wir noch. Ich frage mich, welche Mineralien hier so wachsen. Also wachsen ist vielleicht das falsche Wort, aber ja doch, schon. Wachsen. So, da drüben läuft ein Tier rum. Ich muss trotzdem nochmal auf die Karte schauen. Ich bin mir nicht gerade sicher. Kleines Stück geradeaus noch. Jemals eine sogenannte goldene Welt sehen werden, die nicht vollkommen lebensfeindlich ist. Hatten ihre Leute vor, sich hier anzusiedeln? Sie scheinen mir ziemlich geldempfindlich zu sein. Ist das denn hier etwas? Nein? Okay. Nochmal die Karte. Wir sind immer noch zu weit nördlich, okay. Dann erstmal wieder rein, wir wollen ja nicht auskühlen, ja? So, hier sollte es doch jetzt sein, oder? Registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Sehr gut. Es würde seine Geophysik VI deutlich verbessern. Das da drüben vielleicht? Ah, das sieht gut aus. Iridiumprobe, okay. Nice. Noch ein bisschen Lithium. Dort vorne sind Cat Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. So, mitnehmen können wir es nicht, das Iridium, wa? Sehr schade, aber zumindest sollte das jetzt nicht mehr markiert sein. Genau, sehr schön. Und hier drüben, an vorderste Front, nach Hijara reisen. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Wir reisen nach Hijara. Und dort können wir dann auch einen neuen Aufklärungsposten errichten. Was wiederum gesteigerte Überlebensfähigkeit bedeutet für uns.